Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. In der letzten Folge bin ich, habe ich, war ich beim, da habe ich den wandelnden König gesehen, den Toten. Wir sind hier immer noch im Schloss von Sauron. Ich habe das Siegel bekommen. Hier den Königsring. Und ich würde mal schnell schauen, ob ich damit oben eine Tür aufmachen kann. Man möchte das Spiel mit Half-Life spielen. Lol. Wieso steht der hier noch? Den habe ich doch weggemacht. Nee, wait. Lol. Das ist eine andere Tür. Aber den da vorne hatte ich weggemacht. Okay. Ups. Man möchte das Spiel mit Half-Life spielen. Das klingt so, als wolltest du Half-Life spielen. Ging es dann hier weiter? Ah, guck mal, die Tür öffnet sich. Oder war das hier der Weg, der dann weiterging? Jetzt bin ich mir gerade echt unsicher, was ich, wo ich, wie ich. Nee, das ist neu. Hier war ich noch nicht. Thron des Verlangens. Okay. Ganz schön langer Weg hier, da kann man auch runterfallen. Bin ich eigentlich in der Light Roll? Ja. Hier noch irgendwas Besonderes? Nicht, dass ich vorher irgendwas aktivieren muss, bevor ich da reingehe. Ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh, 50.000 Seelen. Egal. Thronwächter, Thronverteidiger. Aha. Hallo? Ihr zwei. Oh, hier geht's runter. Hohoho. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh. Ja. Denke, nachdem ich mit dem Katana da so viel Schaden gemacht habe, bleibe ich. Ach, muss ich jetzt jedes Mal warten, dass diese Tür aufgeht? Okay. Dann jedes Mal diesen Weg rennen. Ob ich die wohl parieren kann? Übersehe ich irgendwas, was ich irgendwie von der anderen Seite besser sehen würde? Nee. Ich denke nicht, dass hier ein Leuchtfeuer ist. Ken, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Der Daniel ist auch am Start. Hi, grüßt euch alle.
Aua. Nee. Warte kurz. Lucky. Lucky, dass das kein Treffer war. Kritisch. Könnt ihr kurz ein bisschen Abstand halten? Das wäre sehr lieb von euch. Oh oh. Nee. Hast du inzwischen eine Lösung für Backseat Gaming in Dark Souls 3? Ey, ach. Ich will die Kommentare halt nicht abschalten auf YouTube. Ich muss echt jedes Mal warten, dass diese Tür aufgeht. Mit mehr Delay. Ja, ich fand's schade für die Leute, die dann doch irgendwie zu Twitch gefunden haben. Dass ich dann auf Twitch so weit war und die noch so viel nachzuholen hatten auf YouTube. Wobei die Leute auf YouTube ja oftmals auf YouTube bleiben. Schwierig. Ich könnte mehr Delay reinpacken, ja, dass ich dann einfach eine Woche Abstand mache. Der Boss wird mich eine Weile aufhalten. Der alte kleine Spoiler-Item-Man. Ja, bis jetzt, so schlimm war es nicht. Also, die YouTube-Kommentare, die waren tatsächlich, viele waren so, loote mehr, guck dir jede Ecke mehr an. Leute, ich bin nicht hier, um Dark Souls zu 100% durchzuspielen. Das will ich gar nicht. Ich möchte einfach nur zu den Leuten gehören, die sagen können, ich habe Dark Souls ohne Hilfe gespielt. Oh, ihr seid doch blöde Ratten, ey. Zu zweit. Stellen Sie zwei so schnelle Boys vor ein. Eieieiei. Ich würde gern die Kleine erst platt machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier was passiert, wenn einer tot ist. Ah, oh, fuck, jetzt habe ich nicht mit dem dritten Schlag gerechnet. Ach, shit. Ja, guck mal. Da kommt der Brutzler. Ich glaube, jetzt sollte ich anfangen, ihr auszuweichen. Shit. Oh.
Wundere mich manchmal, ob ich manche Bosse einfach nicht gefunden oder schon vergessen habe. Ja, okay. Bin schon sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Wünsche euch beiden schnelles Gelingen. Uns beiden? Dark Souls 2 und mir, oder? Schmelze den Schmelzerdämon. Der Schmelzerdämon? Ist das, da meinst du den Eisenfürst? Ich glaube, so hieß der. Nein, oh, ich sollte nicht auf den Chat gucken, wenn ich am Laufen bin, ne? Ach so, okay. Ja, dem Ezio, alles klar, verstanden. Ja, der Ken wird wieder raus sein. Der findet Dark Souls 2 ganz, ganz schrecklich, habe ich das Gefühl, dass er nicht mal zuschauen kann. Reicht es eigentlich, wenn ich den Ring im Inventar habe? Oh. Oh, ich kann sie echt nicht dreimal hauen, ne? Keine Chance. Sie kann so schnell wieder angreifen. Das probiere ich jetzt aus mit dem Ring, ob ich den, ob es reicht, wenn der im Inventar ist. Oder ob der angelegt sein muss. Vielleicht, oder bringt der mir irgendwas? Öffnet das Königstor? Nee, bringt mir nix. Wow, okay, wow. Wait. Na? Okay. Wissen wir Bescheid. Der Ring verhindert auch, dass diese steinernen Boys aufwachen. Okay. Was eine miese Nummer. Wenn man das dann mal vergisst, ja, wenn man das mal vergisst, weil man den Ring wechselt, aber bringt mir der, ja doch, also wenn ich es jetzt hier wirklich so, es dauert ja schon eine Weile, die zu killen, dann die Trefferpunkte wiederherstellen, glaube ich, bleib da so lange am Leben bei den beiden. Also, und ich bleib auf jeden Fall bei dem Schild. Boah, aber ja, der Weg ist schon auch wieder so ein Ding hier, ne? Gibt's nicht einen, da könnte ich immer so einen Wandersong abspielen, ne? Ein Wanderlied. Okay, ich werde mal jetzt den anderen auf 50% runterklatschen. Und gucken, was der dann macht, ob der auch brutzelt. Weil diese Brutzelei, die macht mir ja trotz. Die macht mir ja ziemlich sicher trotz Schaden. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Einfach mal zum Schauen, was der so macht.
Das war dumm. Oh nein. Oh. Ja, Leute, ey. Habe ich den Ring jetzt gewechselt? Oh, ich lasse einfach den. Ich glaube, ich habe ihn gewechselt. Jetzt muss ich erst den Ring wieder wechseln. Ah. Okay. Darf ich nicht vergessen. Das ist schon auch nervig. Ja, Dark Souls 3 ohne Backseat Gaming. Vor allem werden da vielleicht sogar noch mehr Leute kommen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen, dass da viel mehr Leute zuschauen. Weiß ich nicht, wie ich das hinkriege. Da muss ich vielleicht tatsächlich vor jedem Video, muss ich sagen, vor jeder Aufnahme. Schwierig. Nein, da kommt der dritte von ihm. Ah. Oh Mann. Ich meine, ich habe ja einen Haufen Seelen dabei. Wie viel von diesem Aufwertungsmaterial habe ich denn? Kuderstein, Blutungsstein, zwei Titanitbrocken, eine Titanitscholle fürs Healer-Drachenknochen. Ich schau mal ganz kurz. Was ich hier noch tun kann. Jetzt habe ich natürlich, das war so dumm, dass ich diese 50.000 Seelen da verloren habe. Naja, nicht so wild. Ich habe es noch gedacht und dann gesagt, egal, aber es ist ja auch eigentlich vollkommen wurscht. Verstärken, so, jetzt gucken wir doch mal ganz kurz. Wo ist das gute Katana? Bin ich blind? Hä? Wo ist es denn? Ist es das? Nee. Hä? Hallo? Da kann ich nicht aufwerten. Glitzerndes Titanit. 5 Stück? Holy shit. Wie sieht's mit meiner Hellebarde aus? Wo ist sie? Ist sie kaputt?
Nee. Ah, die Hellebarde ist schon voll aufgerüstet in dem Fall. Eine Sense. Die könnte ich noch ein bisschen aufrüsten, ne? Die ist schon voll ausgerüstet, aufgerüstet. Plus 10. 360. Die kann ich easy einhändig führen. Was macht die denn, wenn ich die einhändig führe? Ah, das wäre dann eine schwere Rolle. Oh, nee, das ist es auch nicht. Nee, nee, nee. Kriege ich irgendeinen anderen Einhänder stärker? Weil was macht denn das Katana? Macht das, das macht, glaube ich, Blutung, ne? Nee, Gift. Dein Lieblingsschwert, ja. Nicht daneben hauen, ja, vergiss alles. Großschwerter sind es einfach nicht. Heide-Ritterschwert. Das Katana hat halt auf Beweglichkeit einen A-Wert. Das ist schon... Ich hab voll... Nee, nee, das Katana ist gut. Das Katana passt. Das skaliert mit meiner Beweglichkeit. Das ist voll in Ordnung. Geschick. Geschicklichkeit heißt's. Soll ich mal... Komm, ich verhau mal so ein paar von diesen Seelen hier. Ich meine, ich habe so viele. Was schleppe ich die eigentlich mit mir rum? Leveln wir mal ein bisschen. So. Ab ins Schloss. Gruft der Untoten. Nein, das müsste ja dann... Das hier ist es. Ich lasse jetzt einfach... Ich lasse Kommentare. Moment. Nicht, dass mich hier gleich wieder eine Überraschung erwartet. Ich lasse solche Kommentare, die ich eigentlich nicht haben möchte, einfach unbeantwortet, glaube ich, jetzt in Zukunft. So, du hast das. Hier gibt's das. Das wäre doch cool. Das könnte dir gefallen. Schau dir doch mal das an. Was macht eigentlich dieser Drachenring nochmal? Erhöht Trefferpunkte, Ausdauer, maximale Belastung. Ja, das ist gut. Erhöht Balance. Ja, ist glaube ich auch gut. Trefferabzug und stellt Trefferpunkte wieder her. Verbessert Angriff. Erhöht körperliche Angriffe. Da sowas vielleicht noch. Abwehr gegen Stoßangriffe. Machen die Stoßangriffe? Was sind Stoßangriffe? Stoßwaffen, Konterangriffe. Ja, okay, nee. Moment, statt dem
statt dem, oder? Langsam Trefferpunkte wiederherstellen, genau. Bewahrt menschliches Aussehen. Also ich glaube, erhöht körperliche Angriffe sind der Ring, wo der Lieblingssohn des verrückten Ritters von Alcum nachempfunden. Er verbessert körperliche Angriffe. Ja, das ist doch das, was ich mache. Dann nehme ich den. Ich dachte, vielleicht nehme ich den mit den niedrigen Lebenspunkten. Aber ich weiß nicht, was niedrige Lebenspunkte hier an der Stelle sind. Deswegen finde ich das so schon okay. Das passt. Ah, da fangen wir gleich mit einem Boss an. Nach dem Boss. Oh ja, von hinten. Danke fürs Gespräch. Jetzt wollte ich zweimal hauen und jetzt treffen sie mich zweimal, ne? Die Schweine. Jetzt hätte ich ihn fast auf 50% gehabt, um mal zu sehen, was er tut. Oh Mann. Mist. Sauerei, ey. Ah, Ring. Immer wieder bei dem Nervigsten vom Nervigen. Nee. Jetzt habe ich meine Lebenspunkte halbiert. Okay, ich glaube, den Ring darf ich nicht tauschen. Sehen wir gleich. Oh, das ist ja blöd. Okay, den Ring sollte ich nicht austauschen, wenn ich hier den diese Shenanigans-Ringtauscherei-Quatsch mache. Ja, okay. Den jungen Mann, den hatten wir ja jetzt gerade schon fast auf 50%. Also es ist machbar. Könntest du mal nicht so schnell zuhauen, bitte? Nee, jetzt habe ich es gerade gesehen. Ach, fuck, ey, dass sie von hinten ausholt. Ich find's immer noch so dumm, dass sie durch ihre eigenen Leute durchprügeln können. Das ist gemein. Und nochmal.
Also die zwei, solange sie nicht brutzeln, finde ich es absolut okay. Solange sie nicht am Brutzeln sind, finde ich sie wirklich okay. Man darf einfach nur nicht gierig nach dem Schaden werden. Vor allem mit dem Schild jetzt ist es top. Mit dem Turmschild geht was. Ja, ich hab dich schon hüpfen gemerkt da hinten dran. Komm, ey. Ich finde den Moment nicht. Ich krieg gerade den Moment nicht gegen den Dicken. Und die Gier nach Schaden. Nein, ich habe die ganze Zeit LB gedrückt, damit er irgendwann sein Schild hochhält, aber er wollte es nicht hochhalten. Ich habe schon wieder zweimal hauen wollen. Ich darf nur einmal draufhauen. Einmal draufhauen. Tassilo, nur einmal draufhauen. Immer einmal draufhauen. Nie zweimal. Ich bin nicht hier, um den Sieg zu holen. Ich möchte nur in Erfahrung bringen, was mit dem Dicken passiert, wenn er 50% erreicht. Nur deswegen laufen wir hier gerade rein. Wer von euch kennt ein tolles Wanderlied? Wandern ist des Müllers Lust. Irgendwie so, ne? Damit. Oh. Nee. Der Moment war nicht da. Sehr gut.
Au, oh, Glück gehabt. So, jetzt haben wir noch 50, oder? Okay, was hast du? Auch Blitz. Ja, okay, so viel Damage macht's nicht. Ein bisschen was geht durchs Schild durch. Und du hast dein Schild weggeworfen. Was ja ganz cool ist. Er brutzelt auch einfach nur. Das ist für mich absolut okay. Oh, er hat aufgehört zu brutzeln. Okay, er brutzelt nicht ewig. Ah, er brutzelt jetzt wieder an. Okay. Nein, das war dumm. Scheiße. Zu viel Gier nach Damage. Ach, fuck. Ich hab sie gerade anhüpfen sehen. Oh nein, ach komm ey. Dass dieser Zeitraum nicht reicht, dass ich mich heilen kann. Boah, das war knapp, um einen zu killen. Okay, ich glaube, es ist ziemlich egal, welchen von beiden ich zuerst töte. Bis jetzt glaube ich, dass es egal ist. Sie brutzeln beide. Die eine brutzelt blau, der andere gelb. Ich weiß jetzt nicht, das eine wird Magieschaden in dem Fall sein und das andere Blitzschaden. Der Blitzschaden ging jetzt nicht, da war nicht so viel, das war absolut vertretbar. Wäre schön, wenn das Gift auf dem Messer noch ein bisschen mehr triggert. Ich muss mal gucken, was ich habe, damit ich mein Messer noch ein bisschen auch einschmieren kann. Du glaubst, ja. Was glaube ich? Ich glaube, das eine ist Magie, das andere Blitz. Und ich glaube, es ist egal, welchen ich zuerst kill. Aber es könnte sowas wie bei Ornstein und Smaug sein, dass der eine dann wütend wird. Oder sowas in der Richtung. Dann plötzlich wieder volles Leben hat. Irgendwelche solche Shenanigans. Was haben wir denn hier, um meine Waffe ein bisschen einzuschmieren? Habe ich irgendwas? Ja, dieses Zeug hier ist das, ne? Komm, Gift. Wenn das Schwert sowieso schon giftig ist, dann kann ich auch da noch ein bisschen Gift draufschmieren. Warum? Das geht nicht. Geht was anderes? Geht auch nicht. Warum nicht? Weil das Schwert schon Gift hat wahrscheinlich. Dann kann ich es auch ablegen. Aber für den Fall der Fälle schmeißen wir diese Boys hier noch mit rein. Und diesen... Wer weiß... Na, sie haut schnell wieder zu. Halt dein Schild hoch! Dass er so lange braucht. Dass ich keine zwei Hits da abwehren kann. Den zweiten Hit nicht abwehren kann. Das ist echt ärgerlich. Ah, nach dem nach unten Schlag kommt noch einer. Okay.
Diesmal nicht. Ja, gut. Nicht gut. Nee, der spießt mich auch auf. Ich hatte mein Schild oben und er kann mich aufspießen. Oh. Ich hatte doch gerade mein Schild oben, oder? Habe ich das falsch gesehen? Er kann mich aufspießen, obwohl ich mein Schild oben habe. Das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich es falsch gesehen habe, vielleicht. Dann war es noch nicht ganz oben das Schild oder so, weil normalerweise, also ich würde sagen, kann nicht sein. Ich würde sagen, es darf nicht sein, dass er mich aufspießen kann, wenn mein Schild oben ist. Packen. Ja, er packt mich ja nicht, er spießt mich auf. Das ist ja ein Unterschied. Er haut ja mit dem Schwert zu und mein Schwert blockt ja das. Also mein Schild blockt ja das Zuhauen seines Schwertes. Schon mitgekriegt, dass du kommst. Ach Mist, diesmal haut er zweimal zu. Verdammte Axt. Nein, ich hab Schild runtergenommen, obwohl er noch nicht fertig war. Schild hoch. Ja, nice. Jungs. Am besten ist es echt, wenn sie beide den gleichen Move zur gleichen Zeit machen. Oh. Ja, der Brutzler. Der Brutzler. Nein, das war dumm. Okay, es war noch okay. Nee.
Nee. Oh, fuck. Ach, Mann. Oh, shit. Ah, so knapp. Den beiden schon so viel Schaden gemacht, das war nicht schlecht. Ich bräuchte wirklich so einen Fahrstuhl-Musikeinspieler. Sag mal, Daniel, dir ist schon klar, dass du mit solchen Teasern, was könnte denn noch passieren, da passiert noch was, dass du den Überraschungsmoment komplett aus dieser ganzen Nummer rausnimmst und den Spaß auch für andere Leute, die vielleicht genau diesen Überraschungsmoment wollen, einfach entfernst, ne? Also nur mal so als kleine, so einen kleinen... Ja, ich werde noch oft sterben, okay, aber da passiert, also dieses Anteasern von Mechaniken im Spiel, das nimmt halt so ein bisschen meinen Überraschungsmoment weg, auf den sich vielleicht der ein oder andere freut. Nur mal so als kleine Überlegung. Oh oh, das war schlecht. Ja. Und du nimmst mir den Überraschungsmoment natürlich auch weg. Und ich weiß nicht, ob das Trollen so witzig ist. So, wenn nichts passiert, dann... Keine Ahnung. Ach, jetzt habe ich den Ring wieder nicht gewechselt. Ja, ist ja gut, ey. Gehen wir nochmal ans Leuchtfeuer. Dass das vielleicht auch eine Sache ist, die gerade das den Leuten Spaß macht, weil ich keine Ahnung habe, was kommt, ne? Also... Und mir ja auch, also es ist, ich spiele das ja, weil ich überrascht werden will und auch gucken will, was passiert und so. Wie gesagt, mir ist klar, dass das nicht ganz ohne geht, so auf Twitch und YouTube, einfach weil ich das online mache und live mache. Absolut verständlich, aber man muss es einfach nicht übertreiben. Die ganze Zeit da irgendwelche Kommentare zu ablassen, das weiß ich nicht. Irgendwann ist gut. Das ist mal, ist es witzig. So, mit der Kiste zum Beispiel fand ich auch ganz amüsant. Aber, wie gesagt, in Maßen.
Nimm dein scheiß Schild hoch! Ah, jetzt wollte ich zu viel. Oh, zum Glück hat er über mich drüber gehauen. Scheiße. Schlecht, schlecht, schlecht. Nee. Und er braucht wieder ewig, um das Schild hochzuhalten. Oh. Du machst ganz schön viel Schaden mit dem Brutzler. Du machst ganz schön viel Schaden mit dem Brutzler. Nein! Ich wollte dir eine hauen. Ist sie schnell. Na, verdammt. Natürlich, natürlich kommt der dritte Schlag, wenn ich... Ah, natürlich kommt der dritte Schlag, wenn ich lauf. Aber ja, das Spiel guckt halt, was der Spieler macht und reagiert darauf. Nein. Moment. Du. Ja, das ist so, Sepp. Grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, so seit circa 40, 50 Minuten laufen wir in einen Boss. Hier sind echt viele Bosse aneinandergereiht in diesem Spiel. Ich habe gerade eben erst den mit der Glockenkeule erlegt. Gerade erst den mit der Glockenkeule erlegt.
Hat er jetzt ein bisschen Gift abgekriegt oder nicht? Lohnt sich das überhaupt mit diesem Gift auf der Klinge? Nein, ah, sie von hinten. Mm, du Ratte. Das hat euch jetzt nicht gefallen, dass ich da einen Schlag rausgeholt habe, ne? Komm, hau zu. Aua. Ach komm, ey. Komm, haut zu. Ich will, dass ihr beide zuhaut. Ah, das geht so schnell. Er ist ein Ticken schneller, wenn er den Brutzler aktiv hat. Komm, wir kriegen wenigstens einen mal jetzt tot. Ja, ja, du willst den Brutzler aktivieren. Yes, Sir, nice. Er ist nicht tot. Was macht sie? Yes! Zu lange gebraucht für den Revive. Yes! Huh, let's go! Nice! Und mit diesem epischen Sieg beenden wir die Folge. Danke fürs Einschalten. Mal gucken, was als nächstes noch kommt, falls noch was kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.